hier die Tarnsteine auszulegen. Ja, das ist ein Pilzspore, Tarnsteine, Spinnennetz, Klebenetz und Drachengute Dingenskirchen hier. Aber auf jeden Fall lege ich Tarnsteine aus und ich outspeede ein Heer dran. Das war krass und das ohne. So, meine kleinen Milchbubis, kommen wir zum weiteren Oras Wildfire Battle wieder und zu guter Letzt dieser Woche für, nein, Moment, mal wieder zum Ende dieser Woche gegen den David in einem weiteren Monotype Battle, genau. Und zwar gegen einen Normaltyp von mir und einen Feuertypen von ihm. Und ja, ich würde einfach sagen, wir legen los und zwar habe ich mein Taubos, nein, das ist kein Mega-Taubos, mein Chanera mit dem Voliten, achso, Taubos hat den Life Orb übrigens. Mein Fokusgurt, Farbigel. Weiter geht's mit meinem Weibernd Ursaring, einem Normaljuwel tragenden Ambidiffel und meinem Mega Schlappohr. Weiter geht's auf die Teamstage ein, das werdet ihr gleich sehen. Gut, er leadet mit seinem Panfermo, er ist schon wieder dabei, wie am Montag. Ja, Montag hatte er eins dabei, dass er Mittwoch dabei hatte. Und heute hat er eins dabei, dass er Montag dabei hatte. Läuft bei ihm. Auf jeden Fall geht's dann weiter mit einem Ramot. Noch ein Heerdran, ein Pyroleo, ein Fiaro sowie ein Glurak. Von der Meinung wurde, gehen wir auch direkt los in den Kampf. Bis jetzt. Ups. Ach, ich vergesse immer, dass ich zweimal drauf drücken muss. Und einmal drauf. Gut, während das hier losgeht, trinke ich auch eine Runde hier. Drei Kämpfer hintereinander, ist echt krass. Meine Freunde, wer von euch weiß, was dieses Quack, 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 Quack war? Das, nein, das soll keine Ente darstellen. Ja, und zwar, Megataubos sieht doch eigentlich aus, also eigentlich sollte das ein Megataubos sein, aber ich habe zwei Taubosse, eins mit Life Orb, eins mit Mega und ja, es ist down. Aber auf jeden Fall, also als Megataubos sieht es doch so indianisch aus, wie ich finde. Und da habe ich einfach mal indianische Vögel gegoogelt und da habe ich zwei Namen für indianische Vögel bekommen. Einfach dieses Quack, 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 Quack. Und einmal das andere. Ich weiß nicht, wie das andere heißt. Aber gut, mein Stuhl quietscht, das gefällt mir nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal hier mit meinem guten alten Farbigel auf die Pilzspore und zwinge ihn zum Tauschen. Yep, das tue ich. Er schläft, er muss jetzt austauschen. Das heißt, ich habe jetzt auf jeden Fall noch eine Runde, um Dingenskirchen, um hier die Tarnsteine auszulegen. Ja, das ist ein Pilzspore, Tarnsteine, Spinnennetz, Klebenetz und Drachengute Dingenskirchen hier. Aber auf jeden Fall lege ich Tarnsteine aus und ich outspeede ein Heer dran. Das war krass, und das ohne den Spinnennetz. Oh gut, irgendwo auf den Verhöhner, der ihm jetzt eigentlich nichts mehr wirklich bringt, weil ich jetzt schon alles ausgelegt habe, was ich auslegen wollte. Irgendwo selbst auf die Tarnsteine, was ein bisschen blöd ist, weil ich kein Defogger oder Spinne dabei. Na doch, mein Defogger ist schon tot. Also ich hatte einen dabei, aber er ist tot. Gut, ich gehe auf die Drachenrute, haut ein Ding hier weg. Und er hat in seinem Team auch kein Defogger oder Spin. Er hat auch zu mir gesagt, kein Feuer-Pokémon, das Defogger oder Spin kann. Aber gut, auf jeden Fall, die Anspannung lässt mich keine Bären mehr runterkriegen, aber er kriegt Tarnsteine-Damage und wird im Klebenetz gefangen. Ey, diese Spielweise ist so eklig. Aber gut, er geht, die Schallwelle ist trotzdem noch schneller, das heißt, er muss gescarft sein. Damit besiegt er halt meinen Farbigel, was ein bisschen schade war. Und ich bin schon gedacht, so scheiße, mein Farbigel ist weg. Jetzt ist der Kampf vorbei. Nein, Spaß. Gut, ich gehe auf meinen High Five. Auch wenn es nur drei Dinge hat. High Tree jetzt eigentlich scheiße müssen. Aber egal. Geh erstmal auf den Mogelhieb, um den Normaljuwel auszunutzen. Ich hätte auch den Doppelschlag ausnutzen können. Dann wäre es jetzt gereicht. Aber oh. Oh, ich habe hier einen Mogelhieb Crit Kill gemacht. Ein Krill. Alter, ich sollte nicht zu viel von Cringe abgucken, ey. Cringe, Grill, genau. Auf jeden Fall, sein Fox bekommt jetzt mal richtig Damage, er hat einen Sturzflug und haut mich damit leider um. Ja, schade, ich wollte eigentlich zu laut mich leider nicht um, aber konnte leider nicht bringen, weil er mich umgehauen hat. Aber gut, er bekommt jetzt nochmal Damage, ich gehe auf meinen Chanera und habe jetzt das Dümmste gemacht, was ich hätte machen können. Er geht hier auf den Sturzflug, der natürlich Damage macht, weil physisch, defensiv ist Chanera ja eigentlich nichts, wirklich. Also nicht so viel. Ja. Kriegt mega Damage. Er killt sich selbst mit diesem scheiß Rückstoß, ja. Und deswegen hat er, glaube ich, schon live auf Schaden bekommen, wenn er es mit live aufgespielt hat. Und ich gehe auf den Geowurf. Ich hätte jetzt einfach ein Weichei gehen können und hätte mich einfach heilen können. Aber nein. Natürlich mache ich das nicht. Warum sollte ich? Aber gut, er wird von spitzen Steinen getroffen, wird verlangsamt und Achtung, meine Freunde.
Achtung, guckt euch das einfach an. Ich gehe auf den Geobuff. Ich outspeede diese scheiß Heatran mit einem Chanera. Das ist ein Chanera outspeedet. Ein fucking Chanera outspeedet ein Heatran. Meine Freunde, auch wenn es ein defensives Heatran ist, das ist einfach nur OP, ja? Das ist richtig abnormal. Chanera für Ubers. Gut, ich gehe nur noch auf meinen Ursa-Ring. Einfach nur ein bisschen Damage zu drücken. Ey, auf dem Argen stimmt, da kam jetzt diese Brille-Variante. Was mir eigentlich ziemlich gelegen kam, weil somit war der Verhöhner von Chanera weg und Chanera war wieder da. Und ich hatte einen safe Switch-In. Beziehungsweise eben mal auch safe, aber trotzdem. Ich gehe jetzt auf dem Weichei, um mich wieder hochzuheilen. Ja, das weiche Ei ist gebrochen. Ich wollte gerade sagen, geplatzt, gebrochen. Er geht jetzt auf den Brüller und zwingt mich wieder zum Tausch. Mein Schlappwort, das war ein Fehler hier dran. Das war ein großer Fehler, weil mega low Pony, pink und mega halt und gay, aber nicht männlich, es ist weiblich, deswegen passt das. Und zwar mega low Pony in Strumpfhosen oder kaputten Leggings, was auch immer das sein soll. Ich erst noch einen Mogenhieb, einfach um zu trollen, damit er eine Runde keinen Angriff machen kann. Badum. Danach gehe ich auf den Ableit-Hieb, weil er eigentlich killen sollte und ich mir damit mal den Tarnsteinschaden wieder zurückhole. Und er killt auch, genau. Hol meinen Tarnsteinschaden zurück und Megalopani ist nämlich voll geil. Also jetzt vom Kampfart nicht. Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Gut, er geht auf sein Etemon, das noch schläft. Ja, was mache ich denn eigentlich? Es ist ein Clemens, also das wird jetzt sowieso langsamer sein als ich. Wäre halt krass, wenn es jetzt schon schneller wäre. Es war schneller. Hoffentlich war deswegen annehmen im Mogelhieb. Gut, ich gehe auf die Rückkehr, die ihm Damage drückt. Doch, aber echt irgendwie wenig Damage. Irgendwie wirklich wenig Damage, Alter. Gut, ich gehe jetzt auf den Ableit-Tipp, guck mal gegen Mogi, warum er schneller war. Ich gehe auf den Ableit-Tipp, der ihm jetzt dem Ende gibt. Der ihm jetzt das Ende gibt, genau. Und somit geht er in seine Ramot. Das defensiv ausgelegt ist. Das kann ich schon mal sagen. Erstmal hier noch ein Klebenetz gefangen, ne? Mhm, ja. Ich gehe jetzt auf die Rückkehr und ihr seht, boom, es ist defensiv ausgelegt. Und ich bekomme diesen scheiß Flammenkörper einfach ab. Das war das Dümmste, was so ging. Ich bekomme einen scheiß Flammenkörper ab, einen Burner. Ich bekomme einfach diesen fucking Burn. Den wollte ich gar nicht haben. Aber gut, was soll man noch machen? Mein Hund ist so ruhig. Gut, auf jeden Fall gehe ich jetzt mit dem Burn-Damage. Mache immer weniger Damage. Und Achtung, das war jetzt das Dümmste. Oh ne, doch, ich habe es noch nicht getan. Gut, dann habe ich es woanders vielleicht getan. Ich habe gedacht, ich wäre hier auf den Ableit-Tipp gegangen und mein Verschluss von meiner Jacke, die ich damit habe, gut, hier wieder. Ich habe gedacht, ich würde jetzt irgendwie auf den Ableit-Tipp gehen und ihn nicht killen, damit würde er meinen Low-Pony killen, damit wäre der Kampf vorbei. Nein, gut. Er kriegt nun Mega-Damage, wie der halt. Diese Tarnsteine sind abnormal. Aber gut. Also, ich habe eher gerammt gerechnet, dass er Mega-Glura X spielt. Und deswegen bin ich nun auf diese folgende Attacke gegangen. Auf den Icy, genau. Ich habe wirklich gedacht, der geht auf die Dings. Genau, hier halt auf den Icy, weil ich dachte, das wird Damage kriegen. Aber die Rückkehrattacke hätte sein Mega Glurak Y vielleicht gekillt. Aber ich möchte, das habe ich nicht nachgekalkt und möchte nichts Falsches sagen. Ihr könnt es ja mal tun, einfach Mega Glurak Y und Low Pony, Init und Angriff. Und ja, das kriegt man dann mit einer Rückkehrattacke. Gut, ich gehe nur noch auf meinen Chanera, was einfach nur richtig ekelig ist. Hashtag Captain Cringe, ich bin eklig, genau. Gut, geh auf den Geowurf und bekommt Chanera einen Kill. Bekommt es einen Kill und es bekommt ihn. Damit wurde sein Mega-Glor Y einfach von meinem Chanera kaputt gemacht. Gut, meine Freunde, das war's mit dem letzten Oras Wi-Fi Battle für diese Woche. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Ich hoffe, ja, ich kann euch ein schönes Wochenende wünschen. Heute kommt ja noch ein anderes Projekt, ein zweites Sherlock Holmes Projekt, deswegen ist es noch nicht der letzte Part dieser Woche, aber es ist von diesem Projekt der letzte Part. Deswegen, wenn euch dieser Part, dieser Kampf gefallen hat, schreibt doch in die Kommentare, schreibt einfach so, ey, yo, fand ich gut, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, schreibt auch in die Kommentare, ey, ich will gegen dich kämpfen, und Ines, es tut mir immer noch leid, dass ich nicht gegen dich kämpfen konnte, ich habe einfach überhaupt gar keine Zeit momentan. Ich habe diese Kämpfe, die ich hier gemacht habe, die habe ich einfach nur so wirklich nebenbei machen können, als ich was anderes noch gemacht habe. Sagen wir es so, ab Montag, also, beziehungsweise ja, jetzt ab dem Montag, wo der erste Part eigentlich kommt. Ja gut, also eigentlich ab da habe ich jetzt wieder richtig Zeit. Einfach, schreibt einfach nochmal in die Kommentare, ich werde mir, sobald du mir das schreibst, werde ich mir den Tag darauf frei nehmen, damit wir das machen können.
Okay, meine Freunde, von daher lasst einen Daumen hoch, dann holt eine positive Bewertung oder sonst irgendwas. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann und ciao. Yo, Leute. Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der drei Icons und abonniert bzw. followt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!